Nous avons le 19 février 2010, papa m'a allé à Berlin. À Berlin, donc en Allemagne, dans un festival où ils ont en Allemagne chaque année. Donc, Berlinale. Chaque année, je sélectionne un film et puis je vais inviter, je vais tourner un film pour participer au festival. Donc, on a rappelé que le festival est allé pour banger le festival. Donc, il y a Pierce Brosnan, Leonardo DiCaprio, Zur Berlinale erwartet wird eine ganze Reihe von Stars, wie Leonardo DiCaprio, Pierce Brosnan, Ben Kings. Donc, bon, mais quand on a la vidéo, quand on a caché la famille de Billy, on est arrivé à papa Armand. On a rapport dans la délégation. Donc, voilà, il y a papa Albert, maman Odette, et puis na maman Joséphine. Il y a un documentaire, donc, ils allaient dans un cas près 4 minutes, malgré le reportage, ils allaient dans un cas. Mais bon, on a la Billy pour comprendre la famille de Zoro. Donc, on a arrivé, Ja, und an dieser wunderbaren Dokumentation war, und das wird mit Stolz vermeldet, übrigens auch der RBB als Co-Produzent beteiligt. Sinfonie Kimbongis zur wöchentlichen Probe. Viele haben einen anstrengenden, als du mal ausbleibst, stört hier niemanden. Sie haben gelernt, mit den Widrigkeiten des Alltags zurechtzukommen. Doch wie um Himmels Willen sollen die Chorsängerinnen den deutschen Text bis zur Aufführung lernen? Mehrfach sind Filmemacher Martin Beer und Tonmann Pascal Capitolin nach Kinshasa gereist und haben das Orchester mit der Kamera begleitet. Zur Premiere ihres Films auf der Berlinale reisen drei Musiker aus dem Kongo an. Josephine, Cellistin, Armand, der Dirigent und Albert, der Orchestermanager. Wir waren wirklich sehr überrascht zu hören, dass dieser Film tatsächlich beim Berliner Filmfestival zu sehen ist. Jetzt sind wir sehr glücklich, hier zu sein. 14 Stunden sind sie durch die Nacht geflogen, von Kinshasa International Airport nach Berlin-Tegel. Ein Privileg. Zwei Musiker bekamen kein Ausreisevisum. Der erste Eindruck von Berlin, ganz schön kalt hier, nach 30 Grad in Kinshasa. Dann geht es mit dem VIP-Shuttle zum Hotel. Schließlich sind die drei jetzt so etwas wie Kulturbotschafter ihres Landes. Auch wenn sie mit ihrer Vorliebe für klassische Musik zu Hause immer noch Exoten sind. Die Leute dachten früher oft, dass die klassische Musik zum Einschlafen ist. Aber dann sind sie auf den Geschmack gekommen, uns zuzuhören. Und wenn wir heute ein Konzert geben, sind alle sehr fröhlich und sie hören uns viel lieber zu als früher. Albert ist der Orchestermanager und er baut Kontrabässe. Seinen eigenen hat er dafür geopfert, um zu sehen, wie er von innen aussieht. Es ist die blanke Not, die hier erfinderisch macht. Doch sprechen wollten die Musiker mit den Filmemachern darüber nicht so gerne. Der Film über ihr Orchester, so hoffen sie, soll ein positives Bild ihres Heimatlandes in die Welt tragen, das einmal nichts mit Armut und Krieg zu tun hat. Wir wollten erst gerne den Kongo auch so zeigen, wie wir in den Nachrichten sehen. Während wir da waren, war der Krieg im Osten sehr präsent, sehr intensiv hier in den Nachrichten, so sehr, dass die Leute uns angerufen haben, oh, ist es da gefährlich? Aber die Menschen versuchen trotzdem, oder gerade deswegen, ein ziviles, ein vernünftiges, ein friedliches Leben zu führen. Und das ist das, was dieser Film zeigen soll. Am Ende von
Kinshasa Symphony steht ein großes Open-Air-Konzert auf einem Fußballfeld. Die mühsamen Proben sind vergessen. Für die Dauer des Konzerts sind Musiker und Sänger in einer anderen Welt. Wie befreit schmettern sie Karl Orffs Carmen Aburana in den nächtlichen Himmel von Kinshasa, als hätten sie nie etwas anderes getan. Filme sind im Rennen um den goldenen und die silbernen Bären. Die internationalen Filmfestspiele Berlin laufen vom 11. bis 21. Februar. Ja, Papa, es mag im Bang, wa? Ja, wana tu bosanate, tu zana biso mnene, o zana biso ete, tu luka, tu mema, katina mokiru wabimba. Kinshasa, die Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo, steht für so ziemlich alles Negative, was schnell wachsende Megacities ausmacht. Millionen Einwohner, Schmutz, Armut und viel Lärm. Der deutsche Filmemacher Klaus Wischmann fand in der drittgrößten Stadt Afrikas aber auch noch ganz andere Klänge, voller Harmonie. Töne, von denen man meinen könnte, sie gehörten gar nicht dorthin. Kinshasa Symphony heißt seine Dokumentation über das einzige Symphonieorchester Zentralafrikas, die heute Abend Premiere auf der Berlinale feierte. Über die leidenschaftlichen Musiker, die trotz aller Schwierigkeiten nichts vom Musizieren abhalten kann, Griet von Petersdorf. Es klingt ein bisschen traurig. Das Musikstück für die Filmpremiere auf der Berlinale, eigentlich ja ein großartiges Ereignis. Doch nur diese drei Musiker aus dem Orchester haben ein Einreisevisum bekommen. 3 statt 5. Wir hätten sogar die deutsche Nationalhymne eingeübt, aber so in dieser Besetzung geht es überhaupt nicht. So klingt der Bolero in Kinshasa. Die ARD-Co-Produktion dokumentiert afrikanische Begeisterung für Klassik aus Europa. Beethovens 9. Stromausfall. Egal, es wird weitergespielt. Hier in Berlin spielt der Regisseur des Films mit, sonst wären sie zu wenige. Also auch hier improvisieren, das ist der Normalzustand in Kinshasa. Schon der Transport zu den Proben ist schwierig. Und dann die ganzen materiellen Probleme. Eigentlich fehlt immer irgendwas. Und viele unserer Orchestermitglieder haben sich das Spielen ganz allein beigebracht. Auch Albert Sherif ist Autodidakt. Er freut sich am deutschen Leihinstrument. Zu Hause baut er sich seinen Kontrabass selbst, wie der Film zeigt. Am Anfang habe es nicht gut geklungen, erzählt er. Gerissene Saiten werden durch alte Fahrradkabel oder Angelschnüre ersetzt. Es ist ein Orchester im krisengeschüttelten Kongo. Das Orchester spielt an gegen Armut, Bürgerkrieg und Korruption. Ganz viele spielen irgendein Instrument. Man sieht ständig Leute mit einer Gitarre oder mit anderen Instrumenten rumlaufen. Und deswegen besteht so eine Offenheit vielleicht auch für Beethoven, was überhaupt nicht normal ist in Kinshasa. Dass aus ihrer Musik ihrem Orchester mal ein Kinofilm werden würde, für internationales Publikum eher unvorstellbar. Musik, das ist für sie Lebensinhalt. Sie rennen um den goldenen und die silbernen Bären. Die internationalen Filmfestspiele Berlin laufen vom 11. bis 21. Februar.